Der erste Zaun ist hops gegangen. Ich meine, es war klar, dass er irgendwann hops gehen wird, aber... Ei, 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 ei. Ich würde sagen, der bricht gerade derbe auseinander. Glück, dass es heute regnet. Gut, dann müssen wir halt ein... Ich will keinen aus Eisen bauen. Hardwood reicht auch schon. Ich meine, wir haben genug Hardwood. Nehmen wir Hardwood. Mache ich hier jetzt den gesamten Zaun platt. Ja. Ein Ei. Ja, das wird... Das ist kacke. Ups. Falsch geklickt. Ja, da werde ich noch ein bisschen dran schrauben müssen. Was brauche ich für den Hardwood-Zaun? Ein Hardwood. Ich meine, Hardwood brauche ich jetzt eh kaum noch. Weg damit. Das kann weg, das kann weg, das, das, das. Das. So. Pack mal das da rein. Das da rein. Hardwood kommt raus. Holz. Holzzaun. Den schmeiße ich weg. So. Ja, liebe Freunde. Dann werden wir hier. Ein bisschen was ändern müssen. So. Machen wir hier gerade mal der stabilste aller Zäune. So. Schon ist er wieder wie neu. Oder was heißt schon ist er wieder wie neu? Er ist nicht wie neu. Aber, ihr wisst, was ich meine. Mehr Bier, mehr Bier. Wir brauchen hier mehr Bier. Jo, hier fällt er auch schon auseinander. Bevor mir hier wirklich alles auseinanderbricht. Hep, hep, hep. Ich guck erstmal, dass ich hier so ein bisschen... Gebt denen mal ein bisschen mehr Land. Hier kommt das hin. Hier kommt das hin. Brauche ich wahrscheinlich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das gibt's nicht. Immer bleibt ein so ein Ding übrig, ne? Das ist bitter. Das ist bitter. Aber Gott sei Dank, dass der jetzt erst kaputt gegangen ist. Gott sei Dank. Stellt euch das mal vor, bei Sonnenwetter... Da hätten wir das Ding reparieren müssen, während die Tiere da rumgetanzt sind. Das wäre ein Fiasko geworden. So, jetzt habe ich den stabilsten aller Zäune. Zumindest stand das so da. Ob das denn auch der Wahrheit entspricht, das sehen wir natürlich erst, wenn es fertig ist. So, Zaunreparatur.
ein Schwein kaufe ich mir jetzt. Vorausgesetzt, Milady möchte natürlich an uns ein bisschen Geld verdienen, ne? So. Gott sei Dank, sie ist da. Schweinerei, sowas. Kaufe ich mir auch gleich ein Schaf. So. Schong. Schong. Miss Piggy. So, und jetzt hätte ich gerne noch ein Schaf. So, ich weiß, ich könnte mir jetzt zwei Schafe kaufen. Das Schaf erinnert mich an Freddy. Freddy, das Schaf. Müssen wir uns natürlich noch die Schere kaufen. Weitere Tiere kaufe ich mir vielleicht später. So, haben wir das auch schon hinter uns. Gott sei Dank habe ich jetzt endlich ein Schwein. Oh, das ist echt eine Qual. So. Oh, es hat schon direkt Wolle. Oh. Das Schwein. So muss das sein. Ich tu mal das Ding, die Schere da oben rein. Ach ja. Ich liebe es. Ich liebe es einfach nur. Gut. Wir haben zwei Scheren. Auch toll. So eine Scheiße. Muss erstmal im Gewächshaus gucken gehen. Okay. Wir haben wieder ordentlich Weizen. Ja, wir werden jetzt auch bald die Weizenproduktion erschließen. So muss das. So muss das. Das muss ja kein Qualitätsweizen sein. Muss ja einfach nur Weizen sein, den man zu Mehl verarbeiten kann. Dann kann ich nämlich auch Nahrungsmittel richtig herstellen. Dann läuft der Hase. Wupp. Außerdem habe ich dann jetzt wieder die Tasche leer. Ich würde jetzt wohl mal gerne wissen, dass darauf muss ich gleich wirklich mal achten, wie viel die Leute für Bier hergeben. Das wäre wirklich mal interessant zu wissen, damit ich mir so einen kleinen Preisabgleich im Kopf ausrechnen kann. Klingt komisch, ist aber so. Ich glaube, das kann ich eigentlich verscherbeln. So unnütz! Moment. Doch. So, haben wir einen Hartholzzaun. Das hat jetzt so ein bisschen an unseren Reserven gezogen. Aber sobald wir wieder ein bisschen farmen, sollte der Hase doch laufen. Tue ich mal da rein. Natürlich kann man das eine Ding nicht verkaufen. Los, weg mit dir. Los, weg mit dir. Das ist echt bitter. Moment. Trüffelmaschine. 50, 20, 1. Ich lasse sie nochmal. Da das Schwein noch zu jung ist, bringt uns das gerade eh nichts. Saphir, ich will nur sagen, wie sehr ich all die Hausarbeit schätze, die du für uns machst. Dankeschön. Wie wär's mal mit einem zweiten Kind, meine Liebe? Wahrscheinlich gibt's das zweite Kind erst, wenn das eine Kind aus dem Stuhl da raus ist. So. Aber jetzt erstmal gut ins Bett. Gibt's erstmal wieder Geld. So liebe ich das.
So. Ich denke mal, ich werde jetzt auch ein kleines Aufnahmepäuschen machen. Ich schaue mich hier mal ein bisschen um. Oh ja, da gibt es gut was zu ernten. Ja, da können wir uns auf was freuen. Und ohne große Umschweife sage ich bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Wir haben beim letzten Mal geschafft, unseren Stall endlich aufzuwerten und, nicht zu vergessen, Schweine und Kanickel gekauft. Und Schafe. Oder wo besser, eins von jedem. Vielleicht habe ich zu viele kleine Muffins. Kleine Muffins, ja gut. Zum Frühstück. Wer isst denn Muffins zum Frühstück? Ist ja ekelig. Eckhallig. Hallöchen, Popöchen. Wie geht es dich? Meine Zuckerschnute. Ah, ist das schön. So kann es doch weitergehen. Okay, stimmt. Ich erinnere mich. Ich habe mir ja da ordentlich was hinterlassen. Wir brauchen nämlich noch ein bisschen Cash. Denn was habe ich heute vor? Einmal, was ich beim letzten Mal angedroht habe, ja. Also, zum einen wäre das die Windmühle. Mir lag der Name auf der Zunge. Des Weiteren, und das ist das Wichtigere, werde ich mal langsam für einen Keller sparen. Ich habe zwar noch keine Ahnung, was ich in den Keller reintun werde, da bin ich ganz ehrlich, aber einfach nur, um ihn zu haben, um das Haus fertig zu machen. Ich werde mir da noch irgendwie was fertig überlegen, zurechtbiegen, wie man so schön sagt, und dann, ja, einfach mal schauen. Hopfen behalte ich, Pepperoni kann weg. Orange kann weg. Linus, du bist fertig. Mani wird hoffentlich heute fertig gemacht. Also, im übertragenen Sinne fertig gemacht. Nicht, ich hau dir auf die Fresse, fertig gemacht. So, dann nehme ich dann für Mani, nehme ich dann am besten Clint. Ja, man soll sich ja gut tun mit dem Rivalen von meiner Frau. Nicht, dass da nachher noch irgendwie was Schlechtes über mich gesagt wird. Davon habe ich auch viel zu viel. Es tut mir leid, aber ich brauche nicht noch mehr Bäume hier. Das reicht vollstens aus. Okay. Schauen wir mal gerade noch nach Pilzen. Batterien haben wir natürlich. Ich bin am Überlegen, mir vielleicht noch ein paar Heiltränke zu basteln, weil die haben mir echt gute Dienste in der Höhle geleistet. Ohne die wäre ich echt hops gegangen. Allerdings habe ich keine Pilze. Also, ich habe schon Pilze, aber was war das gerade? Kam das gerade von mir? Ich hoffe nicht. Unser erstes Bier. Oder was heißt unser erstes Bier? Ist ja nicht unser erstes Bier, aber... Die Produktion, die läuft. Und so wie das aussieht, kann ich das ganze Jahr durchproduzieren. Gehen wir mal gerade. Und zur Not habe ich immer noch tonnenweise, ja? Tonnenweise Kaffee. Muss ja sagen, ich hatte auch tierisches Glück, aber das hatte ich ja auch schon damals gesagt, mit den, hat angekündigt. Okay. Ja. Ich bin zwar nicht so ein ganz großer Total War-Fan, wie man da unten gesehen hat, aber, interessiert bin ich schon, ja. Ich mag das Warhammer-Universum. Ob 40.000 oder normal, das ist mir eigentlich relativ Latte. Die haben mich damit irgendwie gefangen, sagen wir es so. Södele.
Lila Pilze dürfte ich ja eigentlich noch in meinen Kühlschrank haben, oder nicht? So, hallo, hallo.